ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Farod dich findet und wieder hierher bringt, als dass du die Schlammgrube findest, in der er sich gerade suhlt. Trotzdem, ich muss ihn finden. Eine leise Warnung schleicht sich in Dahls Tonfall. Suche nicht nach Pfarrot, Rastloser. Ich bin sicher, dass sich der Kreis einfach wieder schließen wird, du nicht weiser sein wirst und Pfarrot darum letztendlich um ein paar Kupferstücke reicher. Nimm den Tod an, Rastloser. Setze den Kreis deiner Leiden nicht fort. Ich muss ihn einfach finden. Weißt du, wo er ist? Hat mein Yes! Tagebuch auf den Dahl Neusichtstab hält kurz gebracht. inne. Dann spricht er, wenn auch scheinbar widerwillig. Ich weiß ja nicht, unter welchem Rinnstein Farod sich gerade versteckt, aber ich glaube, er könnte sich irgendwo jenseits der Tore zur Leichenhalle im Stock aufhalten. Vielleicht weiß er dort jemand, wo er steckt. Jetzt kann ich endlich fragen. Hört sich so an, als ob du Farod nicht leiden kannst. Einige von ihnen achte ich, Rastloser. Dahl holt tief Atem. Farod nicht. Er trägt seinen schlechten Ruf wie ein Ehrenabzeichen zur Schau und geht allzu frei mit dem Hab und Gut der Toten um. Er ist ein Postenritter, der mit dem größten Ramsch noch Querhandel treibt. Postenritter? Ein Postenritter. Ein Dieb. Alle, die Farod an unseren Mauern, alle, die Farod an unseren Mauern abliefert, kommen mit weniger Würde zu uns, als sie zu Lebzeiten besessen haben. Farod streift ihnen alles von den Fingern, was er kriegen kann, bevor die Totenstarre einsetzt. Hat dieser Fahrrad etwas von mir genommen? Oh, gut. Dahl überlegt kurz. Kann gut sein. Vermisst du etwas? Etwas Wertvolles? Seine Stimme wird schwächer, er runzelt die Stirn. Nicht, dass Farod irgendetwas verschmähen würde, das nicht fest an dein Knochengürtel angewachsen ist. Und manchmal reicht auch das nicht aus, um seine Raffgier zu bremsen. Ich vermisse ein Journal. Ein Journal, wenn es irgendeinen Wert hatte, hat Pharos es wahrscheinlich ergattert. In Ordnung. Ich habe da noch ein paar andere Fragen. Gut, was wolltest du wissen? Ach du Scheiße, hier haben wir noch viel zu viel. Oh mein Gott, ist ein Mammutprojekt. Was ist das für ein Ort? Das hatten wir schon. Erzähl mir, wie die Leichenhalle Schatten des Lebens wiederkommen, sagst du, war ich schon öfter hier. Wie bin ich? Okay, erzähl mir, wie die Leichenhalle, haben wir hier schon alles? Ach Gott, Leute. Wunden, wie bin ich hierher gekommen? Ich kam auf einem Karren hier. Ach genau. Gut, okay. Ich hätte noch andere Fragen. Wie bin ich hierher gekommen? Genau. Kannst du mir erzählen, wie man hier rauskommt? Das Haupttor ist der offensichtlichste Ausgang. Aber dort wird niemand außer Staubmenschen vorbeigelassen. Dahl fällt in ein ruckartiges Husten und fährt dann fort. Ruckartig ist auch schön. Einer der Fürsten am Haupttor, der Führer, oh Gott, der Fürsten. einer der Führer am Haupttor hat einen Schlüssel dafür. Aber da müsstest du schon sehr gute Überredungskünste anwenden, damit er es dir öffnet. Ich verstehe. Ich hatte noch eine andere Frage. Gut, was wolltest du wissen? Oh, das ist gut. Weißt du, wer ich bin? Hab mein Tagebuch auf den Neusichtstab Ich gebracht. weiß herzlich wenig von dir, Rastloser. Ich weiß ein wenig mehr von denen, die mit dir gereist sind und sich nun in unserer Obhut befinden. Ich bitte dich nicht länger, andere zu bitten, sich dir anzuschließen, Rastloser. Wo du gehst, da geht das Leid. Trage deine Last allein.
Ich bin also mit anderen zusammengereist. Und sie sind hier? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Kennst du die Frau nicht, deren Leiche unten in der Gedankenhalle bestattet ist? Ich dachte, du wärst früher mit ihr gereist. Dahl scheint gleich wieder husten zu müssen, dann holt er Luft. Oder etwa nicht. Ich weiß nichts über sie. Dahl gibt dir darauf keine Antwort. Er starrt dich einfach stumm an. Wow. Wo kann ich sie finden? Die nordwestliche Gedankenhalle im Stockwerk unter uns. Schau dir diese Totenbahren hier an. Ihr Name müsste eigentlich auf einer der Gedenktafeln stehen. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Oh, viele Aussagen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit einer Frau gereist zu sein, oder? Du sagst, da wären noch andere. Wer waren sie? Vielleicht gehe ich sie suchen. Ich hätte noch... Achso. Da gibt dir darauf kein Achso. Vorhin sagtest du, es wären ja noch andere bestattet, die mit mir gereist sind. Wo sind sie? Die gibt es zweifellos, doch kenne ich ihre Namen nicht. Noch weiß ich, wo sie liegen. Ein solcher wie du hat einen Pfad verlassen, den viele gegangen sind, doch nur wenige überlebt haben. Dahl gestikuliert um dich herum. Alle Toten kommen hierher. Einige müssten einst mit dir gereist sein. Oh Gott. Also irgendeiner dieser Toten hier ist eventuell mal einer meiner alten Gefährten gewesen. Schöne Scheiße. Und wir hätten noch ein paar andere Fragen, natürlich. Und jetzt fragen wir, was machst du da? Ich bin ein Schreiber, ein Katalogster. Genau, hatten wir. Wie kommt es aber, dass die Staubmenschen mich nicht wiedererkennen? Oder? Ich bin derjenige, der... Genau. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Und jetzt hoffentlich die letzte Frage. Du hörst dich krank an. Geht es dir nicht gut? Ich bin dem wahren Tod jetzt nahe, Rastloser. Nicht mehr lange und ich werde die ewige Grenze überschreiten und den ersehnten Frieden finden. Ich bin dieser sterblichen Sphäre überdrüssig. Ich habe auf den Ebenen schon alles erlebt, was einer wie ich erleben kann. Oh, jetzt fragen wir entweder ewige Grenze oder bist du sicher? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie ich dir helfen kann. Wir fragen erstmal nach der ewigen Grenze. Die Grenze zwischen dem Schatten dieses Lebens und dem wahren Tod. Okay, ich hätte noch andere Fragen. Hörst dich krank an und bist du da sicher? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie ich dir helfen kann. Ich möchte nicht ewig oder noch einmal leben, Rastloser. Ich könnte es nicht ertragen. Gut, ich hätte noch ein paar andere Fragen. Und zwar nichts. Lebe wohl, Dahl. Als du dich umdrehst, um zu gehen, sagt Dahl, glaube mir, ich beneide dich nicht, Rastloser. So wiedergeboren zu werden wie du, wäre für mich ein unerträglicher Fluch. Aber du musst dich damit abfinden. Irgendwann wird dich dein Pfad wieder hierher führen. Dies ist der Weg aller Dinge aus Fleisch und Blut. Dann treffen wir uns vielleicht wieder, Dahl. So, mein Gott, was für ein langes Gespräch. Aber Leute, das Bier besteht aus solchen Sachen. Und ich werde damit auch weitermachen. Ist mein Mammutprojekt, das wird ewig dauern, ist mir egal. Kurz gesagt, ich fasse jetzt mal zusammen, was Dahl uns erzählt hat. Wir erwachen hier also nicht zum ersten Mal in dieser Leichenhalle, denn Dahl kannte uns bereits. Wir werden hier anscheinend öfter hergekarrt und vergessen anscheinend immer wieder, was wir gemacht haben, wo wir herkommen. Zumindest karrt auch der liebe Herr Pfarrott, den wir finden müssen, uns hier immer an. Die Staubmenschen würden mich gerne tot sehen, weil ich gegen ihr Konzept strebe. Das heißt, tot ist tot und darf nicht wieder auferstehen. Und was haben wir noch erfahren? Wir sollten am besten den Fahrrad selber suchen gehen, aber wir sollen bitte keine Mitstreiter weiter mit auf die Reise nehmen, weil Dahl es traurig findet, dass wir zwar weiterleben können, aber wir dennoch immer wieder Leichen mit uns mitbringen und bla bla bla. Und irgendwo hier unten soll noch eine Frau sein, die mit uns gereist ist und die müssten wir erstmal finden. Doch bevor es soweit kommt, speichere ich jetzt wieder ab. Denn ich glaube, es ist ewig viel Zeit vergangen beim Vorlesen, aber ich liebe es. Und dieses Spiel ist nur... Hust. Und dieses Spiel ist nun mal so groß. Und deswegen hören wir hier auf. Ich speichere ab.
Ihr könnt zugucken. Da, Spiel speichern, sichern, Pfank. Jo, Pfank, überschreiben. Toll, das Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Dann bis nachher, dann bis gleich. Funk Royale, over and out.